Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Hunter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xauk und wir legen auch gleich los. Es ist mitten in der Nacht und hört mal. Man hört nur ein paar Tiere und sonst nichts. Das ist voll cool, das mag ich voll. Das mag ich, das ist das, was mich immer an diese Nacht ja, fesselt irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde eine Nacht toll. So, aber das ist nicht, warum wir hier sind, wegen der Nacht, sondern wir sind hier wegen Tiere jagen. Und ich finde es ganz toll, dass sie so aktiv mitmacht, denn wir haben jetzt aktuell die vierte Folge hier jetzt. Und ihr habt schon einiges dazu geschrieben. Ihr habt schon sehr viele geschrieben. Also manche haben mir auch ein paar Tipps gegeben, die ich richtig super finde und die ich auch wahrnehmen möchte. Und auch Multiplayer-Angebote finde ich auch richtig toll. Möchte ich auch annehmen, also wahrnehmen. Müssen wir nur mal gucken, wann wir das machen und wie wir das machen. Ja, ich finde das richtig toll. Und diese ersten drei Aufnahmen habe ich praktischerweise am Stück gemacht. Also das ist jetzt so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mal drei Aufnahmen, mal gucken, wie es ankommt. Und ich habe gesehen, es kommt echt mega bei euch an. Und ja, ich habe auch noch nicht die Erfahrung bei dem Spiel. Muss man ganz offen sagen. Viele haben gesagt, du musst schleichen, laufen. Eigentlich überhaupt nicht. Habe ich ja auch schon von Beginn gesagt. Ich habe gesagt, laufen ist eigentlich voll für den Arsch. Wenn ich laufe, habe ich eigentlich überhaupt keine Chance, irgendwas zu erwischen. Aber muss dazu sagen, manchmal muss man laufen, finde ich. Wenn es schnell gehen soll. Und wir müssen mal schauen, wie wir das machen, weil wenn ich jetzt hier jetzt so dahin schleiche und schleiche und schleiche, da passiert natürlich nicht viel. Und da muss man dann uns ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir das aufnahmemäßig verpacken. Das habe ich ja schon gesagt, dass das nicht ganz so einfach ist, weil wir sehr viele Leerphasen haben, wo nichts passiert in diesem Spiel. Da müssen wir mal schauen. Entweder man cuttet's, wäre eine Möglichkeit, oder ich mache es als Timelapse, sprich, dass ich jetzt hier so, wie wenn ich hier so davor laufe, dass man das halt spult, sozusagen. Müssen wir mal gucken. Oder wenn wir ewig irgendwo rumliegen. Gecuttet haben wir es ja jetzt auch ein paar Mal, dass ich in einem Turm gesessen bin und einfach gewartet habe. Die Möglichkeit besteht ja, dass man sich da irgendwo hinlegt und ich warte einfach, bis irgendwas passiert und dann starte ich wieder die Aufnahme und sage, so, jetzt passt auf, Leute. Da ist was gekommen, jetzt können wir hingehen. So, das zum Beispiel ist jetzt 100 Meter weit entfernt, wir sind jetzt 20 Meter hingekommen in, keine Ahnung, 2 Minuten oder 3 Minuten. Wunderschön. Die Nacht. Das Blöde ist ja, bei Nacht müssen wir mit der Taschenlampe hantieren. So was Blödes. Das heißt, dass wenn wir Fährten lesen müssen, müssen wir die Taschenlampe benutzen. So was Blödes. Und das ist ja wohl logisch, wenn ich die Taschenlampe benutze, dass die Tiere dadurch sich erschrecken bzw. dann abhauen. Bisschen blöd. Ich genieße das gerade voll irgendwie. Ich weiß auch nicht. Auch dieser eine Tag, wo wir gespielt haben, wo es ununterbrochen geregnet hat. Ich habe das voll genossen. Ich fand das richtig schön.
Deswegen, ich genieße dieses Spiel wirklich. Also, es ist nicht wie wenn man in die Natur geht, aber es ist schon eine sehr schöne Atmosphäre, finde ich. Und ich bin ja so ein Naturmensch. Man muss in diesem Spiel auch einfach mal leise sein und mal die Klappe halten und einfach mal genießen und hören, was so passiert. Ich würde sagen, den haben wir gut getroffen. Wir lernen dazu, das Tier hat uns gesehen, meiner Meinung nach. Also es kann nicht sein, dass das Tier jetzt gedacht hat, so, oh, da steht ein Mensch, ich lauf weg. Das hat es nicht gedacht, scheinbar. Oder ich weiß nicht, auf jeden Fall hat es uns nicht wirklich als Feind wahrgenommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Entweder weil es wirklich gedacht hat, so, ja, der macht die Geräusche wie ich, der ist langsam und leise, also eigentlich müsste der total nett sein. Das war nicht der Fall. Der war jetzt eigentlich, ja, zutraulich. Und ich habe ihn erschossen. Und wir lernen daraus, das ist das, ein Jäger, der mal anfängt zu jagen, der rennt auch wahrscheinlich am ersten Tag einfach querfeldein durch den Wald und versucht irgendwas totzuschießen. Der versucht dann auch erstmal zu lernen und zu überlegen, wie muss ich mich verhalten, wie muss ich stehen, wie muss ich mich bewegen, damit das Tier mich nicht wahrnimmt oder nicht als Feind ansieht, sagen wir es mal so. Ja, und das hat jetzt hier auch gut funktioniert und ich habe dazugelernt, habe mich ruhig verhalten, habe drauf gezielt, habe gemerkt, okay, es läuft nicht weg, sondern es kommt sogar zu uns hin und hab die Chance genutzt. Das war natürlich jetzt also wirklich ein astreiner Schuss bei Nacht. Sehr cool. Also das war wirklich großer Erfolg. Schön. Hat gut geklappt. Also wirklich gut geklappt. So. Da hinten wird uns angezeigt, dass hier eine Jagdgelegenheit sei. Deswegen bewege ich mich jetzt mal weiterhin in diese Richtung, die wir uns markiert haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man die Taschenlampe benutzt. Muss ich nachschauen. Was denn? Taschenlampe. Stirnlampe. L. Okay, also Lampe für L wie Lampe. Man könnte das auch mit Joypad spielen. Das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Ich möchte übrigens die Empfindlichkeit mal ein bisschen reduzieren. Und ich sehe gerade, wir haben einen Vorteilspunkt. Das ist das, was ich gemeint habe. Man kann das in Gewehren, Pistolen, Flinten oder Bogenschießen investieren. Du kannst deinen nächsten Schuss bereit machen, ohne den Zielmodus zu verlassen. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Sache. Das skillen wir jetzt auch mal.
Okay. Im Prinzip ist wohl ein Reh in die Richtung hier gelaufen. Meiner Meinung nach ist es das Reh, das wir erwischt haben. Aber ich habe da hinten jetzt auch noch mal ein paar Spuren gesehen. Letztens hat einer zu mir gesagt, es gibt grüne und weiße Spuren. Sprich, die haben dann so einen grünlichen Touch, dann sind das die Spuren, die man gerade verfolgt. Und wenn sie weiß sind, sind das wohl neue Spuren, so wie jetzt hier in dem Fall. Muss aber ehrlich sagen, man erkennt diesen. Na, obwohl, nee, es ist grünlich. Ich muss dazu sagen, ich habe ja eine Rot-Grün-Sehschwäche. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist, es gibt zum Beispiel so einen Bildtest, wo man lauter so Punkte sieht. Und wenn man diese Rot-Grün-Schwäche nicht hat, sieht man dort eine Zahl, zum Beispiel eine 9 oder so. Und wenn man diese Schwäche hat, sieht man da absolut gar nichts. Also da sieht man nur einen Haufen Punkte. Und das habe ich. Also ich sehe nur die Punkte, nicht die 9. Ist eigentlich nichts Schlimmes, weil man im Endeffekt damit ohne Probleme durchs Leben kommt. Also es ist eigentlich so ein bisschen eine Farbblindheit auf Rot und Grün. Und das in Kombination. Also sprich, wenn die gewisse Farbkombination irgendwo zu sehen sind, kann es vorkommen, dass ich es nicht erkennen kann oder nicht sehen kann. Da läuft ein Eichhörnchen. Kann es sein, dass ich es nicht sehen kann? Ist nichts Schlimmes, weil das im Normalfall nicht wichtig ist im Leben. Aber mir fällt manchmal immer wieder auf, wenn jemand sagt, das ist grün und ich sage, ja, das ist eigentlich eher türkis oder so, dann merke ich dann, okay, dann hat der gerade eine ganz andere farbliche Wahrnehmung als ich. Also sprich, das könnte ich mir vorstellen, dass das dann einfach so ein bisschen zusammenhängt. Anders, da kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Und deswegen, wenn ich jetzt hier meine Taschenlampe anmache und hier Schritte sehe und der eine sagt, es ist weiß, der andere sagt, es ist grün, dann kann es sein, dass das schon so ist, aber ich es halt leider als ja, weiß sehe und nicht als grün, jetzt blöd gesagt irgendwie. Deswegen, es kann jetzt sein, dass ich jetzt hier sage, ich erkenne da jetzt ehrlich keinen farblichen Unterschied und ihr da draußen sagt, ja, aber das sieht man auch ganz deutlich, das ist grün. Das kann sein, das kann wirklich sein. So, weil jetzt hier würde ich jetzt sagen, dass es weiß ist. Keine Ahnung. Vielleicht seht ihr jetzt ein leichtes Grün, ich weiß es nicht. Das ist halt ein bisschen schade, dass das so ist. Vielleicht kann man das auch in den Einstellungen ändern. Also ich sehe gut, so ist es nicht. Also ich sehe Dinge ziemlich gut, hatte ich bisher immer das Gefühl, dass ich teilweise echt Sachen besser sehe als andere. Ich weiß nicht, woran das liegt, also aber wenn sowas wie mit diesen Farben, dann da hapert es bei mir immer. Also das weiß ich dann auch nicht so genau. Aber so Shooter-Spiele, so wie das hier jetzt, so mit Schleichen und so, das spiele ich ja schon seit Jahrzehnten so. Also ich liebe solche Spiele. Und man entwickelt dann so ein bisschen ein Auge. Ich fand das immer so faszinierend. Freunde und Verwandte haben dann immer manchmal gesagt so, wie kannst du das nur sehen? Ich konnte immer da hinten irgendwo was laufen sehen. Manchmal war es Zufall gewesen, also war es so gewesen, dass ich mich getäuscht habe, aber oft habe ich es wirklich gesehen und andere haben das gar nicht gesehen, dass da was läuft. Also das kriege ich meistens ziemlich gut hin. Keine Ahnung. Man entwickelt dafür ein Auge. Ich weiß auch nicht. So, wir sollen ja noch aktuell ein schönes Foto schießen, nämlich hier in Ravenfeld. Da bewegen wir uns jetzt mal hin.
Das ist halt die Frage jetzt. Ich könnte jetzt ganz schnell hinfahren oder hoffen, dass wir ein Tierchen begegnen. Und dann wäre natürlich Schleichen die bessere Variante. Ich weiß auch nicht, wie das ist an Straßen. Wenn man mit dem Fahrzeug durchfährt, dann sieht man ja lauter Fußspuren da rumrennen. Müsste es eigentlich gut erwischt haben. Habe ich doch richtig gehört. Ja, also wir lernen dazu. Oh, Halswirbel. War aber ein guter Treffer, war ein guter Treffer, passt schon. Also wir lernen dazu, Schleichen ist in diesem Spiel eigentlich die einzigste Bewegung, die wir machen sollten. Alles andere sorgt für, ja, für Verscheuchen, ganz klar. Wir verjagen damit alles, was in der Nähe ist. Ah genau, jetzt steht hier das mit dem Jagddruckgebiet. Das haben wir ja jetzt hier. Wir haben nämlich jetzt zwei Tiere unmittelbar in der Nähe erschossen. Zwar nicht ganz hundertprozentig, aber das andere haben wir irgendwo hier erschossen. Jetzt sieht man hier ein sehr rotes Gebiet. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier jetzt wieder ein Tier finden, ist gering. Also die Tiere versuchen jetzt natürlich, diese Region hier zu vermeiden. Weil sie jetzt halt mitbekommen haben, ah, da passiert öfters was. Deswegen können wir jetzt hier das kleine Stück mal rennen und jetzt fangen wir wieder an zu schleichen. So. Schauen wir mal. Da wollen wir hin. Da habe ich schon. Habe ich das? Habe ich das? Ich glaube, ich hab's. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich schon? Ja, ich weiß es jetzt nicht. Ich habe nämlich ja schon mal das hier versucht zu spielen. Also angefangen. Und da hatte ich auch diese Mission, dass ich ein Foto von einem Hirsch machen soll, der scheinbar die Rehe aus dem Gebiet vertreibt. So eine Art Mission. Und da hatte ich da schon einen Hochsitz. Und da saß ich sage und schreibe 3 Stunden Echtzeit, wohlgemerkt, drin. Und es ist nichts gekommen. Gar nichts. Es war komplett leer. 3 Stunden lang kam nichts vorbei. Tja, kann es auch geben, ne? So, aber das ist gut. Wir haben jetzt zwei Tiere erwischt. Also wirklich super. Das ist doch mal eine schöne Bilanz für uns.
ganz ehrlich, ich. Ich wollte es nicht schießen. Wollte ich nicht. Wenn ich jetzt hier einen Schuss abgebe, vertreibe ich alles. Und das wollte ich nicht. Ich will, ja, den Punkt hier erreichen. Und dort möglichst einen Hirsch fotografieren und kein Reh für die Mission. Deswegen waren das jetzt so, wo ich gedacht habe, ich könnte, aber hab's gelassen. Gut, 210 Meter, das ist eigentlich nur weit genug weg. Weil ich brauche einen Hirsch. Wenn ich jetzt aber hier einen Schuss abgebe, dann kann ich das erstmal vergessen, weil der haut alles ab in der näheren Umgebung. So, das ist der Platz, den wir gesucht haben, wo wir ein Foto von einem Hirsch machen sollen, der scheinbar seine weiblichen Komparsen vertreibt. Lösung: Dammhirsch, sehr frisch. Jetzt ist halt die Frage. Ich brauche jetzt eigentlich einen guten Platz. Und die Frage, in welche Richtung ist er gelaufen? Da sind Fußspuren. Schauen wir mal, in welche Richtung die gehen. Vielleicht ist er ja in unsere Rückenrichtung gegangen oder ist er in diese Richtung gegangen? Sieht fast so aus.
So, meine lieben Freunde, wir werden die Folge jetzt beenden mit einem letzten Tier. Irgendwie habe ich jetzt ewig den Hirsch gejagt, aber nie erwischt so richtig. Und damit das nicht bis zum Ende so langweilig und so leer ausgeht, nehmen wir uns das kleine Rehchen hier noch mit. Und dann sprinten wir zurück zu der einen Stelle. Zu der hier. Und da kann man einen Turm aufstellen. Den würde ich gern aufstellen. Und ja, und dann versuchen von dort aus irgendwie das zu erwischen. Ich brauche ja eigentlich nur ein Foto, kein irgendwas Komisches oder sowas. Ich brauche ja eigentlich im Prinzip nur ein Foto. Aber das ist, bleibt mir irgendwie verwehrt. Naja. So, schauen wir mal. Jetzt können wir ja mal ganz kurz gucken, ob wir Bogen zum Beispiel, ja, aber da fehlt uns echt Geld. Das ist halt so ein bisschen heftig. Also das ist schon krass, was man sammeln muss. Also wie schwer das ist, an so Zeug dran zu kommen. Also das ist schon stattlich. Lockpfeifen, die sind alle auch so teuer. Gebrauchsgegenstände, Erste Hilfe, Geruchsreduzierer, 3000, oh boah. 1200 für eine Kleidung, also das ist schon happig, finde ich, sehr happig. So, und zwar machen wir das jetzt nämlich so. Da ruft einer, wer ruft denn da? Naja, und zwar machen wir das jetzt so. Ich fahre jetzt dahinter. Was ist jetzt? Jetzt hat es sich auch nur aufgehängt, macht aber nichts. Also wie gesagt, ich fahre dahinter, kaufe diesen Stand da, den Schießstand. Und dann können wir zusammen, also wenn es dann soweit ist. Dann werdet ihr dabei sein, wie wir versuchen, endlich einen Hirsch zu fotografieren. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, lasst noch einen kleinen Like da. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Genau. Bis dann und vielen Dank. Und lasst mal einen Kommentar da, ob euch das Timelapse stört oder ob ihr das gut findet oder ob euch das nicht stört, dass wir einfach ewig nichts sagen oder so. Könnt ihr ja mal schreiben, wie wir das am besten machen sollen. Ja, dann einen wunderschönen Tag noch. Tschüss.